Krebs hat uns immer beschäftigt. Meine Mutter das erste Mal in der Familie mit Brustkrebs, mein Vater dann auch mit Prostatakrebs. Ich hatte die volle Zuneigung, weil ich der Erste war. Mein Bruder war dann der Zweite, der das ein bisschen verheimlichen wollte. Du musst dich speziell untersuchen lassen. Ich werde auf jeden Fall das machen. Ich hatte einen ganz großen Respekt vor der Diagnose und der Krankheit, auch vor der Operation, die nun auch keine einfache ist. Es ist wie bei allen Krebsdiagnosegesprächen, dass man schon so in eine Art Tunnel fällt. Ja gut, das ist ja das Heimtückische, sagt man immer. Das Heimtückische am Krebs ist ja, dass man ja, nichts merkt. Wir kennen uns ja schon. Ich wusste natürlich durch meinen Zwillingsbruder genau, was auf mich zukommt. Und das war eine sehr zum Teil gute und zum Teil auch weniger gute Voraussicht. Ist halt danach, dass man natürlich seine sportlichen Übungen macht, die Beckenbodenübungen, ist ganz wichtig, dass man Spaziergänge macht. Wir leben gut. Hätten wir das nicht gemacht, wären wir keine 60 Jahre alt geworden. Und das wäre schade.